Hallo und herzlich willkommen hier zu einer ersten Vorschau auf die neue Venian.eu-Seite. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten daran, im Team hier das Ganze umzugestalten. Eigentlich muss man sagen, hat es mit einem relativ simplen und kleinen Update angefangen, wo gar nicht großartig an der Optik was geändert werden sollte. Das Ganze hat sich jetzt verflüchtigt und wir haben, ich glaube, das größte Update, was wir hier raushauen seit ewigen Zeiten. So viele Kleinigkeiten, die sich da ändern, kann ich wirklich ganz, ganz froh sein, dass der Grain fest angestellt ist und dass wir den nicht nach Stunden bezahlen müssen, sonst hätten wir echt ein ähnliches Problem. Ist so oft schon passiert, dass ich dann da was anderes haben wollte und dass sich das so im Verlauf geändert hat und wir da auch vielleicht teilweise völlig aneinander vorbeigeredet haben. Aber naja, also, das Ganze wird sich jetzt hier gleich ein bisschen anders für euch darstellen. Ich werde dann hergehen und das Ganze für euch Schritt für Schritt die meisten Sachen erklären. Also nochmal die alte Seite kurz anschauen, auf euch wirken lassen und ich werde jetzt umklicken auf die neue Version. Bada bing, bada bang. Oh mein Gott! Sie sieht ganz anders aus. Ja, also in der Tat, sie sieht ganz anders aus. Ich kann mal ganz kurz den Adblocker anmachen, dann haben wir nochmal vielleicht einen anderen Vergleich für euch. Wie die Seite halt aussieht, also es ist halt noch immer lila an den Seiten natürlich, aber der Mittelteil ist sehr, sehr viel dunkler, um nicht zu sagen schwarz. Ja? Gehen wir es einfach mal Schritt für Schritt durch. Wir haben hier oben das Venian.eu-Logo weiterhin, rechts daneben die Social-Button bzw. YouTube. Oben ist immer noch das Menü. Übrigens hier eine kleine Änderung für alle Smartphone-Nutzer, wenn wir mal ganz kurz das Ganze ein bisschen kleiner machen. Und das Ganze hier noch verkleinern, dann werdet ihr sehen, irgendwann bling, ja, verschiebt sich das da oben nur noch in Icons, sodass das Ganze ein bisschen einfacher und angenehmer sein sollte, wenn ihr denn auf einem Smartphone online seid, sodass halt die Namen einfach weggehen und da dann nur noch Icons sind. Und das ist so eine kleine Änderung, die sich schon ganz viele Leute gewünscht haben. Deswegen gehe ich da jetzt mal kurz drauf ein. Ja, ansonsten haben wir hier oben das Menü, das grobe Menü für die einzelnen Spiele. Hier unten könnt ihr dann in einzelne Bereiche switchen. Darunter haben wir kurz Werbung. Da gibt es dann die Headline, die jetzt nochmal ein bisschen größer ist. Also wenn man sich das jetzt nochmal kurz vergleicht mit der Headline hier, ist das Ding eine Sache, wo viele Leute gesagt haben, sie haben da gar nicht so richtig drauf geguckt, beziehungsweise sie haben es vielleicht nicht gesehen, sie haben es übersehen. Und wir hoffen, dass dieses Teil hier ein bisschen prägnanter und ein bisschen auffälliger da oben drin ist. Wir haben uns dazu entschlossen, auch hier keine, also das sind alles jetzt hier auch noch teilweise Testbilder, bitte nicht irritieren lassen. Wir haben uns dazu entschlossen, hier oben keine aktuellen Texte noch mit reinzunehmen, sondern tatsächlich nur das Bild. Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Ja, ich habe mir so eine kleine Roadmap hier vorher aufgeschrieben, was ich euch zeigen will. Ja gut, also gehen wir erstmal vielleicht hier runter. Also ihr seht die News hier. Die haben halt einen kleinen Vorschautext, der ein bisschen größer geworden ist. Wir haben hier eine Überschrift, das ist noch ganz klar. Wir haben links ein kleines Newsbild, das haben wir jetzt auch. Und dazu gibt es eben noch hier oben ein Icon für das jeweilige Spiel. Wir haben dann hier den Hinweis, wie für Kommentare. Und das hier ist der Hinweis zu der Bewertung einer News. Da können dann später, ihr seht das hier, sind drei. Also wenn euch später News gefallen, wir werden gleich noch uns mal angucken, wie das genau funktioniert, könnt ihr halt sagen, hey, das war eine coole News. Also den Inhalt der News bewertet ihr da immer. Bitte nicht denken, dass ihr den Schreibstil oder so, das macht ja keinen Sinn. Der ist hoffentlich immer gut. Wenn nicht, ist es halt Pech, sage ich mal. Und wenn euch dann halt irgendwie ein Inhalt einer News gefällt, könnt ihr den halt, wenn ihr angemeldet seid, bewerten. Kommen wir aber gleich noch mal im Detail zu. Der wirkt sich dann übrigens aus auf das hier. Beliebte News haben wir da rechts an der Seite nochmal so eine kleine Übersicht gemacht, bevor das Netzwerk hier kommt mit den News aus den drei Games, die wir, beziehungsweise aus den drei anderen Webseiten, die wir noch haben. Also ne, Nerdgedanken, Get Gaming und Baron Buff natürlich. Ja, ansonsten kann man hier noch sehen, was ist das für ein Item, was da drin ist. Also das hier ist eine News, das ist eine News. Wir haben hier zum Beispiel ein Video. Ja, das bedeutet also, wir können jetzt Videos auch auf der Startseite anzeigen. Bisher war das immer so, wenn wir ein neues Video hatten, mussten wir uns auf der Startseite anzuzeigen, halt eine News dazu machen, weil wir hatten die Videos zwar hier so, um das nochmal kurz zu zeigen,
unten am Rand, aber mehr halt nicht. Hier auf der Startseite gehen im Moment halt wirklich nur reine News. Das haben wir umgestellt, sodass eben auch Videos auf der Startseite angezeigt werden können. Talks, was Talks sind, werde ich gleich nochmal drauf kommen. Auch Livestreams, man kann dann also sagen, hey, heute Abend ist ein Livestream, kann dann hier so einen Link dahin machen und kommt, wenn man draufklickt, direkt auf den Livestream. Was auch ganz sinnvoll ist, da steht dann halt hier eine kleine Info, ne? Heute Abend findet wieder die Ausgabe von Wenn Live statt, mit dabei tolle Gäste und so weiter und so fort und führt dann eben direkt zum Livestream hin. Ja, hier drunter gibt es dann einen Artikel. Artikel sind dann teilweise auch Guides. Das ist noch, beziehungsweise nein, Guide ist Guide. Das ist noch anders beschrieben. Kleiner Fehler von mich. Also ihr könnt dann im Prinzip mehrere Sachen halt tatsächlich auf der Startseite hier angezeigt lassen. Auch Galerien zum Beispiel, also eine Galerie mit Bildern drin zum Beispiel, die ihr euch ja so angucken könnt, das kennt ihr ja vielleicht schon. Und die sind dann jetzt auch auf der Startseite einbindbar, weil sonst waren die auch gar nicht mehr auffindbar in der momentanen Seite. Das ist also hier auch wieder ein bisschen was Neues, ja. Ja, unten drunter gibt es dann halt nochmal die letzten 3 Tage oder 4 Tage, je nachdem, wie viele News so gewesen sind. Ne, gibt es hier Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag die letzten News halt. Dann noch in kleinerer Variante nur mit Spiel davor. Der Titel, wann es gepostet wurde, und halt eben hier hinter nochmal die Info, wie viele Kommentare, was für Bewertungen das Ganze hat, etc. Ja. Gut, ach ja, genau. Es gibt noch, wenn euch das schon aufgefallen ist, hier oben ist jetzt auch ein neues Menü, sodass ihr halt direkt euch auch alle Guides, alle Videos, alle Galerien, machen wir sofort, angucken könnt. Und da sind dann immer so kleine, ja, Blubberbläschen drüber, ja. Zum Beispiel hier 99 plus 12, 12, 12, 1. Das ist, funktioniert aktuell noch nicht, aber was soll das sein? Fragen sich vielleicht die einen oder anderen unter euch. Ganz, ganz einfach. Und zwar, seit eurem letzten Besuch gibt es zum Beispiel 12 neue Guides oder aber 12 neue Videos etc. Ja, das ist im Prinzip so ähnlich, wie ihr das vielleicht von einem Smartphone kennt, wo dann auch so kleine Blubber-Dinger am Rand sind und wo dann steht, hey, du hast so und so viele neue oder so und so viele Apps, die du updaten musst, ja. Das ist im Prinzip, die sind diese Blubber-Dinger da oben drüber, die euch dann hier angezeigt werden. Ja. Wir können uns ja mal ganz kurz Guides angucken. Die haben nämlich eine neue Übersicht. Also ihr seht erstmal hier alle Guides. Ne? Wenn ihr das alles hier so lila ist und ihr auf der Startseite in Guides geht, seht ihr alle Guides von allen Spielen. Hier haben wir zum Beispiel auch einen Wildstar Guide, beziehungsweise einen Guide vom Wildstar, der in der Galerie oder in der Kategorie ist, weil es gibt im Moment keine Wildstar Guides, das Spiel ist ja noch nicht draußen. Und habt auch, die Filterung ist einfach viel, viel besser geworden. Ihr könnt zum Beispiel das Spiel hier filtern, die Kategorie nochmal, das Datum von wann bis wann ihr sucht, den Titel. Da funktioniert jetzt übrigens auch endlich Umlaute. Das haben wir gefixt, ja. Die Videos sind auch in der Ansicht ein bisschen besser. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, es gibt auch hier wieder eine Möglichkeit zu filtern. Es gibt Galerien, das hatte ich euch gerade schon gesagt, wie die von innen aussehen. Auch die könnt ihr euch jetzt hier angucken. Und es gibt natürlich auch Livestreams. Da sehen wir rechts dann noch ein paar weitere Livestreams. Hier ist halt der Venin EU Livestream direkt offen. Ja. Und hier auf Neuigkeiten kann man halt wieder zurück, um eben dahin zu kommen. Ja, so, das sind jetzt so diese Startseitenelemente, sage ich jetzt mal. Die Game-Auswahl oben kennt ihr natürlich schon. Die hat sich insofern ja ein bisschen geändert, habe ich ja gerade schon gezeigt, dass die jetzt an einem anderen Platz ist und immer fix auf den ganzen Seiten oben. Ja. Ja, nicht nur News in der Übersicht, das habe ich schon gesagt, ne? Habe ich mir hier aufgeschrieben. Genau, das Talkboard. Was ist das Talkboard und warum heißt es nicht einfach Forum? Verdammt nochmal, denkt ihr euch. Es hat schon oder soll schon was anderes sein. Das ist hier eine ganz wichtige, oder es gibt einen ganz wichtigen Unterschied oder einen ganz wichtigen Unterschied in diesem Konzept dieses Talkboards. Und zwar ist es jetzt erstmal so, dass ihr hier mit dem gleichen Login, den ihr auch auf der Seite habt, posten könnt. Ja, und ihr seid halt gleich eingeloggt. Es ist keine eigene Forensoftware. Es gibt einige Dinge, die ihr zum Beispiel damit nicht gemacht werden können, die wir aber auch nicht wollten. Ja, daher kein Problem für uns. Und einige Dinge, die ich richtig, richtig cool finde und weswegen wir dieses Talkboard so überhaupt eingeführt haben. Und zwar wollte ich gerne, dass News und Guides etc.
kann man ja ein bisschen schlecht, sage ich mal, verfolgen, wenn die jetzt hier auf der Startseite sind und die gehen dann irgendwann runter, dann sieht man die halt nicht mehr und kann nicht mehr gucken. Hat hier einer noch was in, das ist aber eine hübsche Galerie oder hier in interessante Fakten zu den Klassen und so weiter gepostet. Das kann man nicht mehr nachvollziehen, weil das halt nach unten geswitcht ist. Abgesehen davon, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, sich beantworten auf bestimmte Sachen eine E-Mail schicken zu lassen, haben wir dieses Talkboard geschaffen. Wenn man nämlich hier bei World of Warcraft zum Beispiel in News, Guides, Artikel, Videos etc. geht, dann kommt man nicht in ein ganz normales Forum, sondern man kommt in eine Übersicht über alle WoW-News, die hier so in der letzten Zeit gemacht wurden, beziehungsweise über Guides, die gemacht wurden. Und eigentlich sollte das jetzt hier auch, das ist jetzt hier noch ein Bug, ja, das wird Andy sicher fixen, sollten hier vor allen Dingen die neuesten Kommentare halt, also das Ganze sollte halt nach neuesten Kommentaren geordnet sein und nicht eben nach dem Datum der News, sodass ihr halt hier in der Übersicht behalten könnt, wann wurde wo und wie einen Kommentar gepostet. Zum Beispiel seht ihr hier, dass Shadowface da halt einige Kommentare gepostet hat, etc. Das soll halt eine neue Funktion sein, die euch die Möglichkeit bietet, das Ganze einfach weiter zu verfolgen. Ihr könnt natürlich auch immer ansonsten halt Talks aufmachen, zum Beispiel, das ist ein langer Titel für ein Thema, ja, oder Test, Mail bei Antwort, solche Geschichten wurden hier halt getestet. Und ja, da kann man halt neue Talks aufmachen, kann sich hier mit den anderen Leuten unterhalten. Das ist eben ähnlich oder fast genauso wie in einem Forum. Und warum nennen wir es Talkboard? Eben, weil das Ganze halt so ein bisschen noch ein paar andere Sachen kann und wir wollten einfach einen coolen neuen Namen dafür haben. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht schon irgendwas anderes auf der Welt Talkboard heißt. Ich, kann sein. Daher hat Andy, glaube ich, also Grain hatte den Namen vorgeschlagen, hatte den auf jeden Fall nicht, denke ich. Ja, also das erstmal grundsätzlich, was ist dieses komische Talkboard, von dem ich da geredet habe? Jetzt eine Sache, die euch vielleicht gerade aufgefallen ist, wenn ich hier auf so ein WoW-Thema gebe, verändert sich alles in grün. Das hat damit zu tun, dass ihr sofort merken sollt, in welchem Spiel befindet ihr euch. Ja, also in jede News, die man geht, die zum Beispiel mit WoW zu tun hat, dann ist sie so ein bisschen grün hinterlegt. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel ins Hearthstone Talkboard gehe, sind wir ein bisschen gelb. Ja, schwarz-gelb, natürlich eine hässliche Kombi, aber naja, nichts ist perfekt. Ja, hier zum Beispiel Diablo 3 ist so ein bisschen orange, ja, oder Guild Wars ist rot, ja. Auf der anderen Seite gehen wir mal weiter mit Wildstar. Da haben wir halt so ein Türkis gewählt. Was haben wir noch? Genau, die Elder Scrolls Online ist so ein bräunliches, ein bräunlicher Farbton gewählt. Mehr MMOs sind, glaube ich, nicht existent. Also es gibt kein Thema da drin. Daher kann ich euch das jetzt im Moment nicht zeigen, aber wir könnten einfach auf die Unterseite gehen. Hier, mehr MMOs ist lila. Ja, warum auch nicht? Und vor allen Dingen auch ein falscher Link. Whatever. Wir können auf StarCraft gehen. StarCraft ist Silber. Es gibt auch Unterseiten, genau. Die werden oder die sind noch nicht angepasst komplett. Also wenn man zum Beispiel hier guckt, hier gibt es dann Podcast, Talkboard etc. Natürlich, das sieht aber alle, da steht noch was zu WoW. Das ist halt jetzt zum Beispiel hier die Wildstar Unterseite an der Stelle. Also da bitte nicht von irritieren lassen. Es gibt Unterseiten und die werden noch komplett angepasst. Das ist jetzt hier einfach noch nicht passiert. Soweit waren wir noch nicht, aber das sind halt so die Farben, die wir jetzt im Moment gewählt haben. Ja, weiter geht's. Wir wollen mal einfach in eine News reingehen. Wobei, die war jetzt vielleicht ein falsches Thema. Ich habe doch da unten eine Beispielnews gehabt. Genau, interessante Fakten zu den Klassen. Ja, da kommen wir halt in diese News rein. Und das Erste, was wir halt oben sehen, ist nochmal kurz die kleinen Informationen, die Überschrift natürlich. Wir haben Social Buttons, wir haben Twitter, wir haben Google Plus etc. Und hier sieht man unten auch, oben auch nochmal die Kommentare, die unten drunter stehen werden. Und man hat hier diesen Beliebt-Button. Ich habe euch da gerade schon von erzählt, dieser Beliebt-Button steht eben für das Bewerten dieser News. Ich weiß, wer hätte das schon gedacht, wenn man da draufklebt, verändert sich das Ganze. Kann man nur machen als eingeloggter Benutzer. Übrigens kann man ab dieser neuen Seite auch nur noch als eingeloggter Benutzer
Kommentare schreiben. Mir langt's nämlich, ehrlich gesagt. Also es sind einige Leute, die halt immer wieder ganz, ganz unsinnige und kontraproduktive Kommentare schreiben, die halt viele Leute da draußen nerven, wie ich weiß. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir zumindest sagen, nur noch eingeloggte Leute können Kommentare schreiben. Ja, jetzt kommen wir mal runter zu den eigentlichen Kommentaren. Ja, also ihr könnt hier einen Kommentar absetzen. Habt hier auch so ein paar neue Sachen. Zum Beispiel kann man ja, fett schreiben, man kann unterstreichen, also man kann halt BB-Codes verwenden, ein Quote, eine URL etc. Und ja, da kann man halt ein bisschen mehr machen. Man hat hier weiterhin diese Sichtbarkeit, wie ihr hier seht, dass das ein Purple Post ist, also ein Vanian Post. Hier drunter haben wir nochmal den Unterstützer, der hat weiterhin diesen coolen blauen Rand und natürlich den Titel, den wir aber nochmal ein bisschen besser darstellen wollen. Und ansonsten ist es halt hier die Kommentare und ja, hier ist zum Beispiel von Shadowface, diese ganze Funktion hat er hier getestet, wie ihr da lesen könnt. Und ja, ne? Gut, wie man ja auch weiterhin sieht, ach ja, genau, eine, wo wir gerade über die 15-Minuten-Regel reden, was ist das? Und zwar, wenn ihr einen Comment geschrieben habt, also wir können das ja mal live ausprobieren. Ich antworte jetzt mal hier und schreibe Test, ja, total kreativ, drücke abschicken und dann gehe ich darauf, kann ich den noch editieren? 15 Minuten lang kann ich das machen, kann dann darauf gehen, kann das editieren, ja. Und abschicken, das geht halt 15 Minuten lang, wenn man oder ab dem man eben den Kommentar geschrieben hat, ist neu. Warum nur 15 Minuten? Ganz einfach darum, ich bin generell gar kein Fan von Editieren, weder in Foren noch in sowas wie jetzt wie den Comments, weil man dann total Unsinn machen kann. Also man kann sich zum Beispiel mit einem in die Wolle kriegen, beziehungsweise unterhalten und führt eine Diskussion in eine Richtung und löscht dann später alle seine Antworten und dann steht quasi noch eine Seite da. Das ist total verwirrend. Deswegen haben wir das so gemacht. Man kann 15 Minuten editieren. In den 15 Minuten kann man dann zum Beispiel Fehler rausmachen, Ergänzungen, wenn man was vergessen hat etc. Aber ja, das soll halt einfach einem noch helfen. Ja, ansonsten Kommentare, ne? Das war's, glaube ich, schon. Ach ja, was noch kommen wird, was jetzt noch nicht drin ist, ist erstens, dass dieses Antworten hier einen schicken Button kriegt, wie die anderen auch, dass es dazu passt. Und außerdem, dass man News auch, Quatsch, Kommentare auch positiv bewerten kann und negativ. So dass wir das auch noch einführen, hatten wir ja gesagt. Also ihr merkt schon, viele von den Sachen, die wir euch versprochen hatten zu machen, sind da jetzt auch dabei. Viele andere Sachen sind auch total neu und im Prinzip gar nicht gefragt worden von euch. Aber die haben wir trotzdem reingemacht. Ja, ich hoffe, das gefällt euch natürlich oder vieles davon gefällt euch. Dann gibt es eine tolle News, bei der man was ausprobieren konnte. Wenn ich jetzt die richtige finden würde, dann wäre das auch schön. Ich glaube, das hier. Nein. Thron des Donners, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist eine hübsche Galerie. Nein, das ist nur eine Galerie tatsächlich. Wir haben aber auch Pech, oder ich habe auch Pech, dass ich das jetzt nicht finde. Darauf hatte ich glaube ich schon mal geklickt, aber naja, also so können wir ein bisschen hin und her klicken. Ist ja auch schön, ne? Wunderbar. Testklasse, nein. Das war jetzt hier übrigens ein Talk, wie ihr gemerkt habt. Naja, man kann halt jetzt in eine News-Galerien auch einbinden, wollte ich eigentlich zeigen. Ich finde es gerade unsere Testlinie ist nächstes Jahr auch egal und absolut irrelevant, aber naja. Ja, ich könnte euch jetzt auch noch ganz viele Änderungen übrigens hier am CMS zeigen. Die sind aber jetzt irrelevant, denke ich, für euch da draußen. Da haben wir nämlich auch einiges gemacht, einiges aufgebohrt. Ja, ist übrigens ein eigenes CMS, also könnt ihr nicht irgendwo runterladen oder so. Aber warum will man das auch? Man muss ja darauf irgendwas legen, wie jetzt halt unsere Übersicht. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe noch was vergessen. Ich glaube nicht.
Außer, dass ich jetzt halt diese in News eingebundene Galerien nicht zeigen konnte bisher, aber das macht ja nichts. Ja, ansonsten, wir haben noch ein bisschen mehr vor, und zwar kam zum Beispiel aus der Community die Idee, dass wir sogenannte Ad-Free, also werbefreien Accounts anbieten könnten. Das werden wir jetzt wahrscheinlich machen, also dass man sich halt diese Werbung links, rechts und oben ausblenden lassen kann, beziehungsweise sämtliche andere Werbung, die wir halt sonst so haben. Da arbeiten wir gerade an der Umsetzung. Das wird dann natürlich ein bezahlter Account sein, um schon mal gleich vorwegzunehmen. Nein, wir werden nicht sowas machen wie die Bild-Zeitung, wo ihr halt quasi für einen Account bezahlen müsst, um irgendwas lesen zu können. Also sämtliche Inhalte werden weiter kostenlos zur Verfügung stehen. Nur mit diesem Ad-Free-Account könnt ihr halt Werbung ausblenden. Wir haben da noch ein paar andere Ideen. Ich glaube ja zwar immer noch nicht, dass da das jemand nutzen wird, aber der Wunsch war da, und ja, warum soll man es da nicht anbieten, wenn man das für ein kleines Geld sich so einen Account holen kann? Vielleicht machen es ja einige, vielleicht machen es keine. Ich weiß es nicht, aber so viel Arbeit ist es halt nicht. Wir bauen da auch jetzt nichts Automatisiertes für, weil ich denke, das werden halt nicht so viele Leute sein, die das nutzen. Das können wir dann alles per Hand freischalten. Das werden wir machen. Ist eine Sache, könnt ihr gerne runterschreiben, ob ihr das interessant findet oder ob ihr sagt, nee, warum? Ne? Also wie gesagt, ihr braucht das nicht machen. Wir werden darum nicht anflehen, weil wenn ihr die Seite besucht ohne Werbeblocker, wäre uns das schon Hilfe genug. Wenn die Seite natürlich mit Werbeblocker besucht, wäre es ganz nett, wenn ihr es dann macht. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Ihr wisst ja, dass also solche Seiten wie wir und andere sind halt darauf angewiesen, das habe ich jetzt schon öfter mal ausgeführt, auf die Werbung, und von daher wäre es nett, wenn ihr bei uns und bei anderen Seiten, die ihr gern mögt, zumindest die Werbung auch einfach ausmacht. Ja, und das nur nochmal der Appell an euch. Ja, ansonsten haben wir zu Wildstar und Guild Wars 2 noch eine Idee jetzt im Moment. Wie wir das aber umsetzen werden, steht noch nicht komplett fest, und ich werde es euch dann nochmal zeigen in einem extra Video. Mich würde jetzt erstmal nur interessieren, was haltet ihr von dem Ganzen, was wir euch oder was ich euch hier gezeigt habe, was der Grain umgesetzt hat und wofür wir anderen, viele andere Leute die Ideen für gehabt haben. Ich finde, die Seite ist echt gelungen. Die ist gut geworden. Also, ihr habt ja gerade ja schon mal gesehen, wie das so aussieht, wenn man in den anderen News ist. Die Farbkomposition muss man vielleicht nochmal gucken, ja, an einigen Stellen. Aber so grundsätzlich, sage ich mal, ist es halt eine schicke Sache, wie ich finde, und vor allen Dingen sind da so viele kleine Änderungen. Es gibt sicherlich auch Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Es wird da Patch Notes wieder zu geben. Ja, sagt uns eure Meinung zum neuen Design hier, zur neuen Variante von Venom.eu, und was ihr tatsächlich davon haltet. Ach hier, übrigens, da habe ich doch mal die News gefunden. Das ist eine hübsche Galerie. Also ihr seht, hier oben ist Text, so wie früher auch. Und hier unten ist dann so eine Galerie, die da halt mit eingeblendet ist. Wenn ihr draufklickt, vergrößert sich das, wenn es denn größer wäre. Also dieses Ding hier ist halt einfach nicht größer. Sieht man ja schon verpixelt. Ne? Ja. Und das alles gibt es dann hier nochmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, gebt sie gerne ab in den Comments, auch wenn in EU oder hier auf YouTube, ist dabei egal. Und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Venien.